Diese einheitliche Linie gibt es ganz sicher nicht. Während man also bei der Abstimmung bei der UN-Generalversammlung in dieser Resolution gegen Russland gesehen hat, dass das liberale Lager in Afrika schon im Wesentlichen für die Resolution gestimmt hat, gab es zahlreiche andere Regierungen, die dagegen gestimmt haben, aus bestimmten Gründen. Insbesondere Staaten, die erst in den 1970er Jahren über einen bewaffneten Befreiungskampf, unterstützt durch die Sowjetunion, an die Macht gekommen sind. Also diese Regierungen haben sich enthalten im Wesentlichen. Und es gibt andere Regierungen, die gerade einen Putsch hinter sich hatten in Burkina Faso oder in Guinea. Die sind gar nicht erst bei der Abstimmung angetreten. Dafür gibt es also viele Gründe. Es gibt auch so etwas wie eine Abhängigkeit afrikanischer Staaten gegenüber Waffenlieferungen aus Russland. Das ist zum Beispiel in Uganda oder in Angola der Fall. Und dann ist es so, dass ein Land wie Äthiopien, auch ein wichtiges Land, eben erleben musste, dass die USA den jetzigen Premierminister Abiy in dem kürzlich zurückliegenden Bürgerkrieg hat fallen lassen. Die wollen sich gern eine russische Option offen halten. Aber der Blick auf Regierung ist eben nicht alles. Wichtig ist auch, was die gebildete Mittelschicht denkt. Und dort ist auch ein Glaube sehr verbreitet, dass man sich durch Unterstützung der Resolution gemein macht mit den ehemaligen Kolonialisten und Imperialisten. Da wird also übersehen, dass ein unabhängiges Land, eine Demokratie überfallen wird und man so weit nicht abstrahiert, dass jetzt eben die Sowjetunion die postimperiale Macht ist. Das ist nicht flächendeckend überall gleich. Es ist schon besorgniserregend, was jetzt passiert, nämlich indem Russland und auch die Ukraine wichtige Produzenten und Lieferanten von Weizen vor allem, aber auch von Mais sind und das eben ausfällt in Afrika oder sehr viel teurer wird, haben wir Grund zur Befürchtung, dass die Nahrungsmittelsituation gerade in Ostafrika sich deutlich verschlechtert. Und so warnt eben auch das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen vor einer noch größeren Hungersnot, die bereits besteht in Ostafrika. Daneben ist auch wichtig, dass beide Länder eben auch Lieferant von Düngemitteln sind. Auch das hat eine Auswirkung eher langfristig auf die Nahrungsmittelproduktion. Und schließlich muss man die Energiepreise auch nochmal im Auge behalten, denn damit wächst auch der Preis für den Endverbraucher von Nahrungsmitteln. Und das trifft natürlich in erster Linie wiederum die ärmere Bevölkerungsschicht. Das ist aber auch nicht überall das Gleiche. Wir haben natürlich andere Zonen in Afrika, wo eher Reis das Grundnahrungsmittel ist. Da würden wir jetzt nicht vermuten, dass so schnell was passiert. Ein anderes wichtiges Thema sind Brotrevolten. Das haben wir in der Vergangenheit in verschiedenen afrikanischen Staaten gesehen. Das kann also passieren, dass am Ende über diese Nahrungsmittelnot eben auch weitere Konflikte ausbrechen. Das ist sicher der Fall. Das wird aber auch einen Trend befeuern, den wir schon länger haben. Zunächst muss man sagen, dass natürlich kurzfristig auch die Chancen für Erdölexporteure und auch für Erdgaslieferanten wachsen. Davon gibt es einige in Afrika. Nigeria fällt einem da vor allem ein, aber der gesamte Golf von Guinea ist ja reich an Erdölökonomien. Das bedeutet allerdings jetzt wiederum nicht so sehr viel für die Bevölkerung dort, denn diese Einnahmen werden ja in der Regel nicht weitergegeben, sind zwar volkswirtschaftlich interessant, aber nicht unbedingt für die Bevölkerung der Länder. Es gibt auch diesen berühmten Begriff des Ressourcenfluchs, dass eigentlich Öl eher nicht so gut ist für afrikanische Volkswirtschaften. Daneben gibt es aber eine Reihe von anderen interessanten Punkten. Es gibt strategische Rohstoffe in der Stahlveredelung, die sowohl in Russland als auch in Afrika gefördert werden und fast nur dort. Also ganz bekannt das Vanadium in Südafrika. Da wird die Nachfrage nach afrikanischen Rohstoffen sicher wachsen. Kobalt könnte künftig vermehrt aus Sambia kommen statt aus Russland. Wichtiger wahrscheinlich ist das Thema Suche nach nicht fossilen Energiequellen, also Alternativen zu Erdöl. Hier kommt das Thema grüner Wasserstoff auf, aber auch Solarenergie und ganz gigantische Solarparks sind in der Planung, auch in Afrika, in West, in Nordafrika, auch im südlichen Afrika, die das energiehungrige Europa versorgen sollen. Und da wird sich einiges tun. Die Investitionen steigen jetzt gerade.
Für uns ist wahrscheinlich auch wichtig, dass wir am Ende auch Kollateralschäden sehen könnten, wenn nämlich diese ganzen neuen Energiequellen nur uns was nützen in Europa und Afrika wieder abgekoppelt wird, wenn also der Verbraucher dort davon nichts hat. Denn das könnte wiederum diesem Narrativ Nahrung geben, dass hier neues koloniales Unrecht geschieht. Russland ist seit wenigen Jahren massiv auf den Kontinent zurückgekehrt. Das hat sicher viele überrascht, aber ist möglicherweise jetzt wieder aus dieser Krise heraus stärker zu verstehen, denn man sucht nach Unterstützung in Afrika für den eigenen Kurs. Das sieht man vor allen Dingen im militärischen Bereich. Es ist so, dass Russland in den letzten Jahren massiv auch Söldner geschickt hat in einzelne Länder, Zentralafrikanische Republik beispielsweise, Mosambik oder jetzt jüngst auch Mali. Und dort ist es eben so, dass diese Länder, die Regierungen dort jetzt stark abhängig sind von Russland. Das war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht der Fall. Über lange Jahre war Russland wirklich weg aus dem Kontinent. China ist massiv auf den Kontinent gedrängt und hat auch einiges anzubieten. Wenn man genau ist, hat Russland wenig anzubieten. Neben den Waffen eben vor allen Dingen diese Nahrungsmittelexporte, über die wir schon gesprochen haben. Aber daneben technologisch ist das uninteressant, da bietet China sehr viel mehr. Und eben die Abhängigkeit im Waffensektor ist die Frage, ob das für Länder im Frieden so wichtig ist wie für andere.